Risk happens fast, sagen die Amerikaner. Das Risiko tritt ganz, ganz schnell ein und das in Aktienmärkten, die sämtliche Risiken ausgepreist haben, die ein Goldilocks-Szenario eingepreist haben, das davon ausgeht, dass die Wirtschaft der USA robust ist, dass gleichzeitig die Inflation zurückgeht, weswegen die Zinsen sinken können und ansonsten kümmert man sich um sonst gar nichts, vor allem nicht um Geopolitik. Aber die Geopolitik hat gestern zugeschlagen, respektive die geopolitischen Sorgen. Und das hat dazu geführt, dass die US-Aktienmärkte so stark abverkauft haben wie schon lange nicht mehr. Die Gewinne der letzten drei Wochen sind in einer einzigen Bewegung pulverisiert worden, könnte man sagen. Und da gab es keine Gegenbewegung. Das war ein ziemlich glatter Abverkauf unter relativ hohem Volumen. Wir wollen uns mal anschauen, ob wirklich, wie hier in der Headline dargestellt, Fed-Aussagen in Sachen Zinsen die eigentliche Ursache gewesen sind oder ob es was anderes war. Es darf vorweg schon gesagt werden, vielleicht es waren nicht die Fed-Aussagen, aber das kann man dann vielleicht noch oben drauf. Ein Markt, der zur Perfektion bepreist ist, die beste aller Welten ist eingepreist. Wenn da die beste aller Welten nicht eintritt und eben dieses Szenario robuste Wirtschaft bei gleichzeitig sinkender Inflation und sinkenden Zinsen nicht eintritt, sondern ein anderes Szenario eintritt, weniger robuste Wirtschaft, sich abschwächende Wirtschaft aufgrund geopolitischer Konflikte, bei gleichzeitig stark steigenden Energiepreisen wegen diesen geopolitischen Konflikten, was dazu führt, dass die Inflation nicht runter, sondern rauf geht, was wiederum dazu führt, dass sie Zinsen nicht sinken können, dann haben wir ein Albtraum-Szenario, das eben diesem Goldilocks-Szenario komplett entgegengesetzt ist. Und da alle derzeit im Camp Goldilocks sind und meinen, es gibt keine Risikofaktoren für die Aktienmärkte, ist das eben jetzt das Fallpotenzial für die Aktienmärkte, das nicht eintreten muss, gar keine Frage. Aber die Märkte haben das erste Mal ins Auge dieses Hurricanes geguckt und die sind ein bisschen bleich geworden. Schauen wir uns mal diese Headline an, zum Beispiel aus einem deutschen Medium. Zinsaussichten erschüttern Wall Street. Kashkari signalisiert mögliche Stagnation der Geldpolitik. Wir sehen hier diese dicke rote Kerze beim Nasdaq 100. Wir sehen den Dow mit dem schlechtesten Tag des bisherigen Jahres. Follows talk of no rate cuts in 2024 und Oil Price Spike. Aber warum ist der Ölpreis gestiegen? Das fragen sich alle die Investment-Genies von der Long-Only-Seite. Und hier sehen wir nochmal, der S&P 500 hat gestern das erste Mal unter seinem 21-Tages-Durchschnitt, das zweite Mal seit November, seit 1. November unter seinem 21-Tages-Durchschnitt geschlossen, bei relativ hohem Volumen, 96 Millionen Kontrakte beim SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Und wir haben gesehen, dass die Volatilität, die ja sehr, sehr niedrig war, nach oben gegangen ist, das erste Mal, dass wir über 16 geschlossen haben mit 16,35, also das Angstbarometer ist ein bisschen angesprungen. Und hier sehen wir nochmal die Aussagen von Kashkari. Jetzt muss man wissen, Kashkari war ja früher extrem dovish, also war so ein Vertreter derjenigen, die sagen, na, Zinsen anheben ist immer schlecht. Jetzt ist er eher ein hawkischer Vertreter, ist also jemand, der sagt, wir müssen die Zinsen oben halten. Und hier hat er gesagt, im März hatte ich noch die Auffassung, dass wir vielleicht zwei Zinssenkungen in diesem Jahr machen könnten, wenn die Inflation weiter zurückgeht. Aber jetzt haben wir eine weiter robuste Wirtschaft und die Inflation läuft seitwärts. Warum sollten wir dann überhaupt die Zinsen senken? So Kashkari, der übrigens nicht stimmberechtigt ist. Und erstens hören die Märkte eigentlich nur auf Fed-Chef Powell und nicht auf jemand aus der zweiten und dritten Reihe. Und das haben ja schon viele Fed-Mitglieder gesagt. Ja, wir sind skeptisch mit Zinssenkungen. Bostic, ja, maximal eine Zinssenkung. Viele andere, war den Märkten wurscht, haben sie nicht wirklich beachtet. Nur wenn der Chef persönlich sagt, ja, Zinssenkung ist erstmal nicht, dann nimmt man das ernst. Gestern dann noch viele andere Fed-Speaker von der dovischen Seite, zum Beispiel Goolsbee, wir stehen bereit, wenn wir sehen, dass der Arbeitsmarkt sich abschwächt, etc. etc. Also eine ganze Salve an Fed-Mitgliedern, die sich geäußert haben und jetzt sollen die Aussagen von Kashkari wirklich diesen Abverkauf ausgelöst haben, dann hätten ja eigentlich die Renditen steigen müssen. Wenn ein Fed-Mitglied sagt, nö, Zinssenkungen ist nicht, dann sorgt das eher dafür, dass die Renditen steigen und nicht fallen. Das Gegenteil war der Fall. Wir haben sogar gesehen, dass die Zinssenkungserwartungen gestiegen
gestiegen sind gestern, jetzt wieder bei 3 Rate Cuts. Warum? Weil eben jetzt aufgrund dieser geopolitischen Angst, wenn man sie so bezeichnen will, auch die Wahrscheinlichkeit gesehen wird, dass die Fed die Zinsen senken muss, aufgrund eben einer sich abschwächenden Wirtschaft, aufgrund von Geopolitik. Das würde allerdings nur funktionieren, wenn eben die Inflation nicht ansteigt, weil die Energiepreise ansteigen. Genau das aber kann passieren, wie ich gleich zeigen werde. Aber hier nochmal das, was der eigentliche Grund ist für den Abverkauf, das sind diese geopolitischen Risiken mit dem Konflikt Iran und Israel. Wir haben hier ja, oder hatte ich gestern diese Meldungen gebracht, Zentralbank bereitet Banken, die israelische bereitet Banken darauf vor, einen Bankrun standzuhalten, weil alle zum Geldautomaten laufen nach einem irgendwie gearteten Angriff des Iran. GPS-Systeme gestört, Urlaubsverbot für Soldaten etc. hat alles die Märkte nicht wirklich interessiert. Naja, gut. Aber dann kam die Meldung, Israel evakuiert fast alle seine Botschaften aus Furcht vor Angriffen des Iran. Und plötzlich war die Hölle los. Das war sozusagen der letzte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Die Märkte, gerade die Aktienmärkte, haben ja eine wirklich bewundernswerte Ignoranz gegenüber manchen Faktoren und plötzlich reagieren sie dann, das war bei Corona auch so, China im Lockdown, uns egal, was kümmert uns China, gell, egal, wir machen weiter und erst als dann das Virus damals nach Italien übersprang, dann plötzlich, Riesenthema, was vorher überhaupt kein Thema war und so war es eben gestern, auf kleinerer Ebene möchte ich mal sagen, dann auch mit diesem Iran-Irak-Konflikt. Der Iran ist oder hat ja klar angekündigt, wir werden uns rächen für diese toten Generäle, die man nach dem Schlag der Israelis gegen das iranische Konsulat in Damaskus zu beklagen hatte, wollte oder will man sich rächen. Jetzt ist das Problem, dass natürlich der Iran selber normalerweise nicht interessiert sein kann, einen Krieg auszulösen. Auf der anderen Seite hat man gesagt, man wird sich rächen, also muss man irgendetwas machen. Irgendwas muss passieren, sonst verliert man sein Gesicht, Diplomatie läuft. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht, aber natürlich ist das jetzt eine explosive Situation, zumal dann auch Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, das kam dann gestern noch oben drauf, die Israel tendenziell noch am wohlsten gesonnen sind in der arabischen Welt. Man hat sogar teilweise militärische Zusammenarbeiten gehabt etc. Dass die jetzt alle Kontakte, alle Beziehungen zu den Israelis abgebrochen haben, also die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen haben, das zeigt sozusagen, dass dieser Annäherungsprozess, den auch Saudi-Arabien gemacht hat, etwa zu Israel, dass der zunehmend in Zweifel gerät durch das scharf kritisierte Vorgehen der Israelis in Gaza. Und wenn wir schon bei Gaza sind, hier ist nochmal jetzt ein Bericht, der zeigte, dass vor allem KI entscheidet, also künstliche Intelligenz, welche Ziele angegriffen werden in Gaza. Und jetzt haben wir ja diese Toten gehabt von dieser Hilfsorganisation, die Nahrungsmittel an die Bewohner von Gaza geliefert haben. Und normalerweise sind die Israelis über die Fahrrouten dieser Hilfsorganisation top informiert. Die geben das weiter und sagen, da und da fahren wir hin, da sind wir ungefähr dann und dann. Und dennoch sind diese Leute beschossen worden, möglicherweise wegen der KI, die gesagt hat, das ist ein verdächtiges Fahrzeug. Wir gucken mal, dass wir das beschießen. Das heißt, wir sehen, die Israelis verlassen sich auf KI und es passieren solche Fehler in Anführungszeichen, solche tragischen Dinge. Und möglicherweise haben wir es hier mit KI-Versagen zu tun und das könnte noch ein Riesenfaktor werden. KI ist ein Monster, das uns vielleicht über den Kopf wächst und haarsträubende Fehler auch macht, neben all den Genialitäten, die das Ganze haben wird. However, kleiner Exkurs beendet, jetzt kommen wir wieder zur Reaktion der Märkte zurück. Wir sehen, S&P 500 ging nach unten, Ölpreis ging nach oben. Das tut man nicht, wenn irgendwie Aussagen von Kashkari, wir müssten die Zinsen vielleicht gar nicht senken, hier wirklich relevant wären, sondern das ist Geopolitik, das ist die Möglichkeit, dass es hier zu unschönen Dingen kommt. Und hier schauen wir mal den Ölpreis an auf Wochenbasis.
Da sind wir ausgebrochen. Oft ist es so, dass du so einen Ausbruch hast und dann geht es erstmal nach oben. Ausbruch aus dem Abwärtstrend geht es erstmal nach oben und dann setzt du wieder auf diesem Aufwärtstrend an. Das heißt, du hast eine Korrektur und dann kommt die Bewegung wieder in die neue Trendrichtung. Also hier nach oben durchaus möglich, aber schauen Sie sich das an. Das ist schon ein Faktor. Ich hatte ja kürzlich gezeigt, dass der Energiesektor auch ausgebrochen ist insgesamt. All das spricht nicht gerade für Disinflation, die Wall Street sich imaginiert. Wir sehen hier der WIX mit diesem scharfen Anstieg und wir sehen, dass der S&P 500 auf Tagesbasis aus seinem Aufwärtstrend rausgefallen ist, den er immer wieder verteidigt hatte. Dann wurde plötzlich eine neue Sau durchs Dorf getrieben, wenn es mal eng wurde mit diesem Aufwärtstrend. KI und so weiter, man ist ja nicht verlegen in der Hoffnungsmaschine Wall Street. Nasdaq hat jetzt auch unter seiner Trendlinie geschlossen, die seit Mitte Dezember der Fall ist. Goldman Sachs spricht jetzt, wir haben das erste Mal von Panik oder das erste Mal Panik gesehen im Vol Market, also im Volatilitätsmarkt, gemeint ist vor allem auch der WIX. Also wir haben da schon ein bisschen was gesehen und das alles jetzt vor den US-Arbeitsmarktdaten heute, die erwartet werden somit um und bei 210.000 neuen Stellen. Aber fast noch wichtiger sind die Stundenlöhne. Wie also schaut es aus mit der Inflationskomponente, die entsteht, weil die Arbeitnehmer höhere Löhne bekommen? Wir werden sehen, wie diese Zahlen reinkommen. Das wird fast noch wichtiger als die Zahl der neuen Stellen. Denn wir hatten am Mittwoch ja den ADP-Arbeitsmarktbericht und da war es so, dass vor allem die Jobquitters, also die ihren Job verlassen, einen Anstieg von 10% ihrer Löhne gesehen haben zum Vorjahresmonat. Also, aber vor allem auch der Anstieg in allen Kategorien der Wirtschaft passiert ist, wie ADP gesagt hat. ADP-Arbeitsmarktbericht. ADP ist ein Lohnabwickler, der meistens so kleinere Firmen bis 30 Mitarbeiter erfasst. Also immer ein bisschen fragwürdig, ob die Zahl, die ja auch bei den neuen Stellen im ADP-Arbeitsmarktbericht deutlich besser war als erwartet, ob man das jetzt auf die heutigen Arbeitsmarktdaten übertragen kann. Gestern dann auch die Initial Jobless Claims, also die Erstanträge, die gestiegen sind, höchster Stand seit Januar. Auf der anderen Seite sind die Continuing Claims gefallen und hier auch Challenger Job Cuts, also die Stellenstreichungen sind nach oben geschossen. Es ist wirklich schwer zu beurteilen, wie diese Arbeitsmarktdaten ausfallen, zumal die beiden Administrationen natürlich ein Interesse hat, die Lage ein bisschen besser darzustellen, als sie wahrscheinlich faktisch ist. Und das führt dazu, dass man fast immer die Vormonatsdaten nach unten korrigiert hat. Man will natürlich zeigen, Mensch, ist doch alles super schick. Die Statistiken zeigen, dass die Wirtschaft brummt. Das Problem ist, dass offenkundig eben die Stellen nur geschaffen wurden für Migranten, während die Native-Born Americans Stellen verlieren. Und das könnte ein Grund sein, der erklärt, warum in dieser angeblich so tollen Wirtschaft mit diesem so tollen Arbeitsmarkt die Stimmung gegenüber Biden doch relativ mau ist. Selten hat man einen Präsidenten gesehen, der so geringe Zustimmungswerte hatte. Bei einer zumindest optisch so stabilen und heißen Wirtschaft. Wir sehen, dass wahrscheinlich Native-Born Americans, also in Amerika geborene Amerikaner, 1,4 Millionen Jobs verloren haben seit Oktober 2019, während der stete Zustrom von Migranten dafür sorgte, dass die Unternehmen an billigere Arbeitskräfte kommen. Das scheint nicht ungewünscht zu sein aus zwei Gründen. Erstens hält es die Inflation im Zaume, weil die Lohnsteigerungen dann nicht so stark sind, wenn da Leute ins Land kommen, die für weniger Dollars bereit sind zu arbeiten. Und zweitens, so unterstellen zumindest Republikaner, wollen die Demokraten sich da potenzielle Stimmen dann holen. However, hier nochmal ein Überblick, ich hoffe, das können Sie sehen, über das, was die Banken erwarten. Median ist 213.000, die Schätzungen schwanken zwischen 150.000 und 240.000 Stellen, aber die beiden Administrationen hat die Tendenz, die Zahlen nach oben zu übertreiben, was zu grotesken Situationen führt, dass die wahrscheinlich nach oben übertriebenen Daten die Fed daran hindern könnten, die Zinsen zu senken. Also das ist lustig, Arbeitslosenquote erwartet 3,8, aber vor allem Stundenlöhne 0,3, 0,4. So, die meisten 0,3, manche 0,4. 0,4 wäre schon ein ziemlicher Schnaps. Das ist schon relativ inflationär. Von der reinen Stellenzahl wäre für die Märkte gut irgendwas zwischen 150 und 200.000. Also nicht zu stark, nicht zu schwach. So das beste Szenario, wenn wir nochmal zu den Aktienmärkten kommen, haben wir, glaube ich, drei Belastungsfaktoren derzeit.
Erstens, wir haben die Blackout Period, das heißt, wenige Unternehmen können ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Zweitens, die Steuerzahlungen für die Amerikaner stehen an am 15. April. Da ist die Tendenz dann vielleicht da, dass Amerikaner ihre Aktien verkaufen, Privatinvestoren. Und institutionelle Investoren wie Vermögensverwalter, die sind all in, hier die CTAs. Und wenn die Märkte weiter steigen, müssen die nicht verkaufen. Wenn die Märkte allerdings unter Druck kommen, dann würden die den Druck nach unten verstärken, weil die dann auch verkaufen müssen. Wir werden sehen, wie stark der Druck ist. Wir sehen hier schon die nackte Panik am Markt, meine Damen und Herren. Denn wir sind von Extreme Greed bzw. Greed jetzt nur noch auf neutral abgerutscht. Das zeigt, dass die Leute komplett ihren Kopf verloren haben, weil die Dinge so dramatisch sind, offenkundig, dass man jetzt nur noch neutral eingestellt ist. Boah, Wahnsinn. Und wir sehen auch, erstmals seit November ist der S&P 500 unter seine 200-Tages-Linie gerutscht. Und darauf achten die Amis, vor allem die institutionellen. 200-Tages-Linie ist wichtig. Das ist dann so eine Art Self-Fulfilling Prophecy, weil eben die Leute danach handeln. Das heißt, für die Bullen wäre es wichtig, da wieder drüber zu kommen, über diesen 200-Tages-Schnitt, unter dem man gestern das erste Mal seit November geschlossen hat. 14:30 also bringen wir bei Finanzmarktwelt die Daten, da mal reinschauen, kann ich nur empfehlen. Was bedeuten die? Blub, 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 blub. Und hier die erste Empfehlung als Artikel: Zinsen nicht senken. Das, was gestern Kashkari gesagt hat, der in der Sache aus meiner Sicht komplett recht hat. Warum willst du in einem solchen Umfeld mit latent anziehender Inflation, mit steigenden Rohstoffpreisen, mit steigendem Ölpreis, mit steigenden Benzinpreisen, mit lockeren Financial Conditions, mit gierigen Märkten, mit Spekulationsexzessen, warum sollst du da die Zinsen senken? Macht überhaupt keinen Sinn. Argumente von Neil Kashkari oben. Die Social Media Buttons, die Sie gerne fleißig bedienen dürfen, wenn Sie sagen, dieser Artikel ist lesenswert, den empfehle ich weiter. Und die zweite Empfehlung, eben nochmal betreffend die US-Arbeitsmarktdaten 14:30. Was wird da genau erwartet? Warum, wieso, weshalb? All das lesen Sie hier. Also diese beiden Artikel 14:30, bitte reinschauen. Und dann natürlich abends beim Marco Flöster. Ich sage Servus, ciao.